Hello, dear viewers. We are currently just waiting for the first participants to attend the live streaming session. Until then, we'll be enjoying the view of these wonderful spices, and we're hoping that the first participants will appear soon. So we already have the first one, and as we can see, we have here chili, black pepper, salt. Okay, we have two people. Okay. So now we'll be starting. We have two participants. Ganz herzlich willkommen alle zusammen. Heute Abend geht's auf Deutsch. Welcome on board. Tonight we'll be giving the show in German. Ganz herzlich willkommen. Also, wie ihr schon zum Anfang gehört habt, eine männliche Stimme. Wer war das? War zuerst dran? Mein Kameramann, mein Kameramensch. Das ist mein Sohn Nikolai. Wir warten noch für 3 oder 4 Personen, die auch drankommen werden. Und heute Abend handelt es sich um noch eine Überraschung aus meinem Buch. Das heißt ja auch Culinary Magic of the Emirates. Und dieses Programm wird einen Namen bekommen und hat eigentlich schon einen Namen bekommen. Heißt auch The Culinary Magic. Und das werde ich jetzt von nun an The Culinary Magic Programm nennen. In Zukunft wird es auf Facebook sein, dann wird es einen Club geben und so geht das weiter. Und wenn ich jetzt werde ich meinen Kameramann fragen, wie viele Personen sind wir jetzt? Vier. 4, fantastisch. Okay, also ich werde jetzt beginnen. Ganz, ganz herzlich willkommen an Bord. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, will ich mich erst vorstellen. Ich heiße Alexandra von Hahn. Ich bin Kanadierin. Stimmt das? Stimmt das nicht? Doch, ich bin Kanadierin geworden. Ich bin in Chile geboren, bin dort zu einer Begegnungsschule gegangen, also Spanisch oder Castellano, und deutsche Schule von einer ungarischen Mutter, von einem deutsch-baltischen Vater, die gleich kurz unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg nach Chile ausgewandert sind. 3 Kinder sind dort auf die Welt gekommen und anschließend, als ich glaube ich 10, 11 Jahre alt war, sind wir nach Kanada emigriert. So wurde ich Kanadierin. Aber heute, wo bin ich heute? Ich bin in Deutschland. Noch was Komplizierteres. Ich bin mit einem Deutschen verheiratet, mit einem deutschen Diplomaten, habe 2 Kinder. Und eine ganz lange Geschichte kurz machen. Die letzten 30 Jahre, hauptsächlich im Nahen Osten, wie auch im Iran, also Asien und Kanada als Ausnahme, haben wir auch diesen Posten bekommen. Heute Abend geht es hauptsächlich nur um ein Rezept. Wie auch jeden Donnerstag nur um Rezepte aus den Emiraten. In der Zukunft, in der näheren Zukunft, werde ich dann jetzt anfangen, auch noch die Rezepte von anderen Ländern zu geben. Dann gibt es also Programm, ein Monat Emirat, also aus den Emiraten und der nächste Monat aus einem anderen Land, wo ich auch gewesen bin. Inklusive in den Jemen. Fantastisch. So, nochmals ganz herzlich willkommen an Bord. Wir fangen heute mit einem Rezept an, also mit eingelegten Mangos, also grüne Mangos. Das werde ich jetzt hier zeigen. Die ist schon ein ganz bisschen weich, sollte es nicht sein, aber ganz harte grüne Mangos zu finden, ganz hart, ist schwer. Für diejenigen, gibt es irgendjemand aus Kanada? Irgendjemand aus Kanada da? Hand hoch oder zeigen Sie, aus Kanada seid? Weil da kann man die grünen Mangos sehr leicht kriegen oder sehr, sehr leicht kaufen. Einige von euch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten? Kein Problem, weil die Inder das sehr mögen, die ganz grünen Mangos. Und sonst wo immer, falls ihr könnt, versucht grüne, harte Mangos. Und wenn ihr meint, oh no, das ist nicht essbar, das ist was sehr essbar, das ist was Fantastisches. So, eingelegte Mangos. Warum? Eingelegte Mangos, dieser Einfluss kommt aus Indien. Während der Zeit, als noch das Öl noch nicht angekommen war in den Vereinigten Arabischen Emiraten, vorher eben die Perlen aus dem Wasser geholt worden sind. Bis es nicht mehr Perlen gab, also Austern mit Perlen, und dann kam das Öl. Dann kam es zu einem Stopp. Aber in der Zeit, als die Inder einen ganz großen Einfluss hatten mit Reis, mit alles, was aus Indien kam, kam es auch nach in Emiraten, zu den Emiraten meine ich.
Obwohl Mangos hatten auch schon die Vereinigten Arabischen Emiraten. Was man mit den Mangos macht, außer sie Fisch zu essen, das ist der Einfluss aus Indien. So, dann werde ich euch jetzt zeigen, langsam, mein Sohn wird die Kamera ein bisschen drehen, und ich zeige euch das Rezept in meinem Kochbuch, das ich herausgegeben habe vor circa einem anderthalb Jahren. Heißt auch The Culinary Magic of the Emirates, also hier von mir. Und wenn ich das aufblätter auf die Seite 156 oder ähnliches, dann machen wir eingelegte Mangos. Achar heißt eingelegt, Hamba heißt Mango. Und wie ihr seht, da kommen auch Chilis dazu, auch der Einfluss aus Indien. Etwas ganz Herrliches. Und mit was isst man es? Ich werde es erst nachher euch zeigen. So, wir beginnen jetzt langsam, indem ich jetzt das aufschneiden werde, wie es auch die Emiratis machen. Also ich glaube, alle machen das gleich. Ich schneide es erstmals auf. Und wenn möglich, holt euch biologische Mangos. Mangos sind schon sehr beeinträchtigt durch die Pestiziden, Insektiziden. Und ich schlage es doch stark vor, wenn man auch nicht mal gar nicht so viel Mangos isst, vielleicht doch bevorzugen die biologischen. So, es ist also nicht weich, so ein bisschen weich. Und ich werde es jetzt also schneiden, so wie es die Frauen in den Emiraten tun. So, einfach in kleinen Dreiecken, habe es so geschnitten. Ich habe das gelernt, als ich einen Termin hatte bei einer der Köchinnen, also Chef Latifa, in Fujairah. Fujairah liegt also nordöstlich von Abu Dhabi, also von der Insel Abu Dhabi, circa 4 Stunden entfernt mit dem Auto. Oder noch länger, abhängig, wie viele Fahrzeuge auf der Straße sind. Chef Latifa war wahnsinnig schwer zu finden. Aber ich habe sie schließlich doch gefunden. Und diese Geschichte kommt noch. So, jetzt kommen wir hierher zum Ende und schneiden es auch so auf. Dann gibt es eben kleinere Stücke, was auch nicht so schlimm ist. Eigentlich recht gut so. So, und das ist ein dickeres Stück. Hier schneide ich noch einmal durch. Und schneide hier auch noch. So, hier geht es noch ein bisschen weiter. Da ist noch recht viel Mangofleisch hier oben drauf. Wir wollen so viel wie möglich abbekommen und hier in die Schüssel reinfügen. So, jetzt werde ich hier ungefähr stehen bleiben. Und wie ihr seht, der Kern von einer Mango ist eigentlich eher dick an einem Ende oder breit und relativ schmal mit einem Luftloch am Ende. Ich werde es jetzt nicht machen, aber wenn ihr wollt, ganz vorsichtig, erstmal den Kern absolut abwaschen und das ganze Fleisch entfernen mit einem Messer, worauf ihr nicht schneidet, sondern ihr tut das in einem Küchentuch drauf, auf einem Küchentuch und schneidet es ganz vorsichtig auf. Knackt es auf und ihr habt dann den Kern des Mangos. Und wenn ihr einen Mangobaum pflanzen wollt, das heißt, es wird erstmal eine kleine Pflanze werden und peu à peu eine große Pflanze, könnt ihr aus dem inneren Teil dieser Schale, der dicken Schale, auch euer eigenes Mangobaum haben. Da ist es empfehlenswert biologisch. Die nicht biologischen, da ist keine Garantie, ob der Baum wachsen wird oder nicht. So, ich tue das jetzt beiseite. Ich habe schon vorher schon geschnitten, auch ein anderes Mango. Insgesamt ist es 1 Kilo. Also jede Mango, weil sie so groß ist und so schwer mit Fleisch behaftet war, wiegt ca. 500 Gramm. Also ich habe hier 1 Kilo. Und wie ihr seht, ich habe hier auch ein Gefäß aus den Emiraten, wie die Damen oder die Frauen, wenn sie gerne also ihre eingelegten Mangos machen, haben dieses hier und auch größer. Eigentlich sollte ich ein noch größeres haben, so groß wie dieses hier, um die Mangos ganz kurz hier mit Kurkuma es zu bestreuen, damit der Geschmack auch teilweise nach Kurkuma schmeckt. Kurkuma wird häufig benutzt und wieder noch einmal den Einfluss aus Indien. So, ich komme gleich zurück. So, und dann habe ich hier, sehr gut. Was werde ich jetzt machen? Jetzt ist das Rezept, denn ich hoffe, dass ihr das auch aufschreibt. Jetzt kommen 2 indische Teelöffel in die Mangos rein. Und das bedeutet auch die gleichen Teelöffelgröße, die ihr sonst zu Hause habt. Hier haben wir
Kurkuma, circa ein Teelöffel. Und wir werden gleich noch ein. Ich glaube, es ist ein bisschen schwer von hier. Ich nehme es jetzt von hier. Von meinem indischen Spicebox. So, hier eine Gewürzbox. So. Und noch einmal noch einen Löffel oben drauf. Und das werden wir jetzt mischen. Das muss jetzt ein paar Minuten liegen. Und da gibt es auch einen Grund dafür. Es ist nicht nur der Geschmack, sondern es wird auch die Farbe annehmen und macht es, verursacht es, dass es also dunkelorange wird. Und der Geschmack für den Fisch hauptsächlich mit Reis zu essen ist. So, das werde ich jetzt hier für ein paar Minuten liegen lassen. Und was wollen wir jetzt machen? Ich werde jetzt bitten, dass der Kameramann kommt, also mein Sohn. Und ich zeige euch, welche Gewürze wir heute Abend, benutzen werden. Die Hauptgewürze, die wir heute Abend benutzen werden, sind Senfkörner, auch sehr stark der Einfluss aus Indien. Dann auch hier diese ganz scharfen Paprikas. Bei euch, wenn ihr Paprika, also diese scharfen Chilis nicht gerne habt, dann könnt ihr auch mild oder auch nicht scharf reintun. Es ist hauptsächlich, es wird auch so bleiben, es wird nicht geöffnet, man kann es öffnen, aber dann wird es sehr scharf. Also je nachdem, je nach Geschmack. In diesem Fall, das sind sehr scharfe, ich werde es nicht aufmachen, sondern ich lege sie oben drauf oder wir werden versuchen, es nicht aufzuschneiden. Sie sind zwar sehr groß, im Notfall muss ich sie eben quer durchschneiden. Was man auch machen kann, sind die trockenen Chilis, die ich auch schon in den letzten 6 bis 8 Wochen hier getrocknet habe. Die geben auch einen anderen Geschmack. Das sind also Chilis aus Mexiko. Die anderen kommen aus, ich glaube, aus Peru. Die haben wieder einen anderen Geschmack. Dann kann man auch abwechselnd in ein Einmachglas auch das reintun. So, und das Klassische, wie ich schon sagte, ist also Kurkuma oder Turmeric, Senfkerner und dieses Scharfe. Wie auch, und hier kommt es, Nigella. Das werde ich jetzt auf meine Hand tun. Vielleicht kann man das auch klarer sehen, wenn die hier einzeln liegen. So, Nigella ist was Sagenhaftes. Auch exotisch und auf fast allen Broten, auf allen arabischen Broten. Hat ein sehr eleganten, sehr elegantes Geruch. Der Geschmack ist auch sehr elegant. Und es wird sehr oft als schwarze Sesam also benannt. Es hat mit Sesam überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Sondern es wird, weil es eben so kompliziert ist und so viele gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen oder wie sie es überhaupt nennen sollen, dann wird es eben schwarzes Sesam genannt. Ist es aber nicht, es ist Nigella. Und ich gehe jetzt ein bisschen hinter den Kameramann und werde zeigen, wie es sonst auch heißen könnte. Heißt auch Kalonji oder auf Englisch Kalonji auf Französisch oder Nigella Seeds. Das kann man auch so kaufen oder auch so, es heißt auch so. Und manchmal in den asiatischen Geschäften heißt es auch Black Sesame Seeds. Da muss man aufpassen, sind es die echten schwarzen Sesam oder ist es Nigella? Was ich tue, ich nehme dieses Beutel und rieche es. Der Geruch kommt meistens durch. Es sollte nicht, aber es tut es. Und wenn es nicht nach Sesam riecht, weil Sesam riecht es nicht, also muss man schon riechen können. Es hat einen bisschen pfefferig, aber noch auch nicht. Sehr mild, sehr elegant, sehr gediegen, exotisch und angenehm. Ist auch sehr angenehm für den Magen. Deshalb auch auf das Brot wird es immer wieder auf den Bruten der, ja, von der Golfregion. Ich sehe, ist es schon ganz schön heiß geworden, die Pfanne. In der Golfregion, wie auch in den Levanten wird es auch benutzt, wie zum Beispiel Syrien, da wird auch sehr viel Nigella benutzt. Und so langsam auch nach Südamerika. Also ich würde euch vorschlagen, wenn ihr Nigella nicht kennt, oder Black Sesame Seeds, wie man es so nennt, oder die schwarzen Sesamsamen, nur sicher gehen, dass es wirklich nicht Sesam doch ist, ja? Versucht es, es ist was Wunderschönes. Und wenn ihr zum Beispiel französisches Brot zu Hause habt, ein bisschen Butter drauf, getoastet und dann ist ein Nigella obendrauf, sagenhaft. Jetzt geht das Rezept weiter. Ich werde das nur hier wegtun. Und jetzt haben
haben wir, jetzt benötigen wir 2 Esslöffel Olivenöl oder auch Maisöl. Ich bevorzuge eher ein bisschen Olivenöl, auch Kokosnussöl, hier ungefähr 2 Esslöffel. Und was werden wir hier? Wir werden auf die indische Art hier 2 Esslöffel von den Senfsamen hier drauf tun und es wird gleich anfangen zu springen. Das gibt auch einen hervorragenden Geschmack. Wenn jetzt die Flamme ist ein bisschen höher auf ca. 6, also ich habe hier 100%, also ist es auf 60%. Und ich will das Licht anmachen und das könnt ihr, ich glaube, besser sehen. Ihr seht, wie es schon anfängt, so langsam hier zu brutzeln und es wird auch gleich anfangen zu springen. Also ich muss das ständig in Bewegung halten. Ansonsten springen mir diese Senfsamen aus der Pfanne raus. So, und sie müssen rösten, sonst kommt der Geschmack nicht empor. So langsam, aber noch nicht. Wenn es anfängt richtig zu knistern und die fangen an zu springen. So, und jetzt nach unter einer Minute, also nicht einmal 15 Sekunden, auf einer heißen Pfanne mit 2 Esslöffel Öl, beginnt es schon ein Aroma von sich zu geben. Also wie geröstete Sesam, nicht Sesam, sondern Senfsaaten. Vielleicht kann man auch dieses Poppen hören. Es ist ein bisschen wie Popcorn. Es sollte poppen. Kann man das sehen? Ja, jetzt fängt es an zu springen. Seht ihr das? So, jetzt sobald es anfängt zu springen, muss ich jetzt bewegen, sonst brennt es. Es ist aber noch nicht fertig. Viel mehr sollte springen. Werden jetzt hier gleich ist das fertig. So, ich werde ein ganz bisschen beiseite legen und mein Sohn wird das noch weiter zeigen. Ich muss nur was holen. Ich bin gleich da. Okay, danke. So, jetzt bin ich wieder zurück. Und jetzt wollen wir sehen, wie weit die gelbe Farbe in den Mangos schon rein fusioniert ist. Also hier wollen wir eine Nahaufnahme machen von den Mangos. Das muss nämlich wunderschön sein. Hier. So, und das wollen wir jetzt in die Pfanne reintun. Und das werden wir kurz anbraten, bis es weich geworden ist. Das hier langsam wenden. Jetzt habe ich es auch wieder auf 60%. Das ist eine wunderschöne Farbe und der Geschmack, die Kombination. Es sind die Kombination von Kurkuma mit Senfsaaten ist himmlisch, zusammen mit Mangos. Und wenn man es nicht einlegen möchte, auch nicht schlimm, dann tut man das ein bisschen länger anbraten, bis die Mango ganz weich ist und dann kann man es auch als Beilage zu Fleisch oder zu Fisch essen. Ist zwar nicht emiratisch, sondern das ist schon einer meiner Rezepte. Dann muss man nur ein bisschen weniger von der Kurkuma reintun, sonst ist es zu stark. Sonst schmeckt es zu stark nach Kurkuma. Ich muss ein bisschen mehr Öl reinfügen, sonst brennen wir die Mangos an. Also ich habe jetzt insgesamt, würde ich sagen, 2,5 Esslöffel Öl, also Olivenöl. Und ich benutze auch also biologisches Öl. Und ich würde nicht höher gehen, was jetzt die Flamme angeht. Also bei 60% würde ich schon bleiben. Sie werden so langsam, werden die weich. Noch nicht, aber so langsam. So, und jetzt kommt die Geschichte, die ich erzählen möchte. Also ich will mich jetzt umdrehen, Nikolai. So, ja, gut. Ich habe jetzt eine Geschichte. Als ich das Buch geschrieben habe und Forschung gemacht habe für das erste Buch, nicht für das zweite, sondern für das Buch, das ich euch jetzt gezeigt habe, bin ich mit meiner Freundin, eine emiratische Freundin, eine ganz bekannte Künstlerin, Asa Al-Kubaisi, dorthin gefahren, beziehungsweise 4 Stunden lang hindurch, weil wir einen Termin hatten, oder ich hatte einen Termin, mit Chef Latifa, die auch im Buch sein wollte, und ich habe sie also interviewt. Und hat sie mir 3 Rezepte gegeben. Aber bevor ich sie überhaupt treffen konnte, das war was sehr Interessantes.
Ich meine, ich bin in Fujairah, in einer, also ich kann jetzt nicht den Dorfnamen geben, weil das eben noch geheim gehalten wird. Hat sie mir den Namen vom Dorf gegeben? Aber im Dorf gibt es über 1000 Einwohner. Wir haben also angerufen, sie hat nicht geantwortet. Dann haben wir uns vorgenommen, mit Asa, mit meiner Freundin, die mich dahin gefahren hat, wir gehen von Haus zu Haus. Und da habe ich also gemerkt, als ich klingelte, in jedem Haus, da gab es indische Familien, pakistanische Familien, die aber wunderschön lebten, wie in Indien, denn sie sehr wohlhabend sind. Also mit, sie haben die Pforte geöffnet und zeigten mir die wunderschönen Mangobäume, Kokosnussbäume, Dattelbäume. Das war was Wunderschönes. Also ich hätte es mir überhaupt nicht vorgestellt. Ich hatte den halben Vormittag, also mindestens 2 bis 3 Stunden, Chef Latifa gesucht. Keiner kannte Chef Latifa. Also ich dachte mir, ich werde es jetzt nur langsam aufgeben. Sie antwortet nicht. Und wir gehen weiter suchen. Asa meinte, nein, wir müssen weiter suchen. Hier in diesem Land ist es, jemand kennt schon jemanden. Und meine Meinung war, aber Asa, wir sind seit fast 2,5 Stunden unterwegs und sind eingeladen worden von den sehr netten indischen Familien, pakistanische Familien. Wir haben schon 3 oder 4 Mahlzeiten gehabt in diesen 2 Stunden oder 2,5. Wir haben uns auch noch Obst gegeben. Was wollen wir mehr? Wir werden die arme Chef natürlich nicht finden. Nein, wir müssen. Also da haben wir es vorgenommen, wir nehmen eine ganz andere Straße, fahren noch ein bisschen weiter, also wirklich nur so, ohne Adresse, wie das dort üblich ist, weil die Straßen in diesem Gebiet keinen Namen haben. Sie haben Bäume, es gibt Kühe, die dort stehen, oder Schafe. Also entweder dort, wo die 5 Schafen stehen, oder wo eben die Kühe stehen. Da gab es weder Kühe noch Schafe. Und dann fing es wieder von neun an. Also, Asa blieb im Auto. Sie meinte, die Emiratis steigen aus dem Auto nicht raus. Sie hat recht, sie hat sich ein bisschen geniert. Also bin ich ausgestiegen. Bis endlich eine Frau mir sagte, wissen Sie, wir haben Sie schon beobachtet. Mein Sohn ist schon mit dem Auto hinter Ihnen gefahren. Ich sagte, um Gottes Willen, was habe ich getan? Na ja, Sie gehen von Haus zu Haus und dann bleiben Sie dort für eine Weile und Sie kommen auch noch mit Essen raus. Wer sind Sie? Sie sind doch die einzige Ausländerin hier. Ich dachte mir, ja, Sie haben vollkommen recht, aber ich habe einen Termin mit Chef Latifa. Ich schreibe ein Buch. Ach, ich möchte auch im Buch sein. Gut, wenn Sie Emirati sind mit einem Rezept, und das tatsächlich hat sie auch. Sie ist auch im Buch mit einem Rezept, aber nicht an dem Tag. Dann hat sie mich schließlich und endlich zu Chef Latifa gefahren, Gott sei Dank. Ganz woanders, auch nicht einmal im Dorf, was von uns gegeben hat den Namen. Also, das war jetzt meine Geschichte, während ich hier die Mangos weich gebraten habe. So, jetzt sind wir hier soweit und haben hier ganz warme und weiche Mangos. Man kann, wenn man möchte, ein bisschen Salz drauf streuen. In den Emiraten wird es nicht in dem Moment Salz, also hier während es warm ist, Salz drauf gestreut, sondern wenn es schon im Wegglas ist. Was wir aber machen werden, es dauert nämlich eine halbe Stunde oder ja, circa eine halbe Stunde, bis es ganz abgekühlt ist. Das macht nichts. Ich werde eine Ausnahme machen. Seht ihr, es ist schön weich. Man kann, wenn man möchte, noch weicher es braten lassen. Braucht man nicht, aber man kann. Und jetzt werde ich auch zeigen, wie das eingelegt wird. So, ich habe hier mein Wegglas. So, das werde ich jetzt öffnen. Und was man machen kann, sind verschiedene Arten. Nigella muss rein. Man kann zum Beispiel ein ganz bisschen Nigella hier unten auf dem... Ups, pardon, da habe ich jetzt noch was erwischt hier. So, hier unten auf dem Boden. So, dann nehme ich hier ein bisschen Mango drauf tun. 1, 2, man kann auch größere Weggläser, ich nehme kleinere, damit ich nicht gleich sofort alles verzehren muss. So, dann tue ich, jetzt ist eine Wahl zu treffen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch von außen ein bisschen dekorieren. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr auch marokkanische oder indische Rosen, abhängig. Also ihr könnt den Unterschied sofort sehen. Die indischen sind meistens ein bisschen verblasst und die marokkanischen, das sind die nicht verblassten, also hier habe ich eine, die ganz kleine dunkle.
Und hier noch eine ganz kleine dunkle. Die sind wunderschön im Tee, im Kaffee, auch in, also in Nahrungsmittel bzw. in herzhaften Gerichten. Und was ich probieren kann, sind die Rosen hier so langsam an der Seite, damit es auch schön dekoriert ist und auch exotisch und orientalisch aussieht. Hier kann man ich auch mischen, also das heißt marokkanisch mit indischen Rosen. Und noch einmal mit ein ganz bisschen Nigella obendrauf. So, und jetzt tun wir weiter. Jetzt noch weiter, noch einmal mit Mangos drauf. Und die nächste Runde, wenn man möchte, kann man das gleiche tun. So, also runterdrücken, so richtig braucht man nicht, das kann auch locker bleiben. Und dann wollen wir, so, jetzt ist auch eine Variante, aber ist nicht emiratisch üblich, manche Familien tun es, ein bisschen Knoblauch rein. Dann ist eben die Variante, will man Knoblauch haben oder will man nicht. Ich werde es reintun, braucht man nicht. Es ist nicht klassisch emiratisches Rezept. Es ist eher modern, also mehr schon in sogenannten Fusion. Aber ich werde es euch trotzdem zeigen. Also ich schneide es in ganz, ganz in hauchdünnen Stücken auf und werde es hier so reintun, damit ein bisschen Knoblauchgeschmack auch emporkommt. Der wird aber nicht überall sein unbedingt, aber so hier in der Mitte wird der Geschmack bleiben. Und jetzt wollen wir noch weiter es mit Mangos füllen. So, hier noch einmal. Achso, es gibt eine Frage von Daniela. Ja. Wo findet man die Rosen? Die Rosen kann man, ja, das ist Daniela, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Es hat mir auch länger gedauert zu finden. Ich habe die marokkanischen Rosen beim Teeladen in Deutschland gefunden und bei einer Teehändlerin in Abu Dhabi. Und es gibt der dritte Platz durch Amazon. Ich weiß nicht, wo du bist und ich weiß nicht, wo du lebst, sei es in Deutschland oder sonst wo, kannst du es auch per Amazon kriegen. Neuerdings ist es ein bisschen schwer, durch Amazon alles zu bekommen. Und wenn nicht durch Amazon, dann durch andere orientalische Geschäfte, also marokkanische Nahrungsmittelgeschäfte. Kann man auch bestellen. Oder die indischen Rosen, die kann man beim Inder. Daniela, bist du in Deutschland oder wo lebst du? Noch keine Antwort. Okay, kein Problem, macht nichts. Also auf jeden Fall die indischen Rosen, die kann man auf jeden Fall bei Amazon bestellen, die sind am häufigsten zu bekommen. Nur die marokkanischen sind ein bisschen schwerer zu bekommen. So, aber wie immer, ich bestelle das meiste also online. Ich gehe schon gar nicht mehr raus. Nicht nur wegen Corona, schon eigentlich vorher schon. So, und hier kommt noch die nächste Variante. Ist aber auch optional. Ja? Wenn ihr wollt, könnt ihr entweder Anissterne reintun oder ihr könnt auch Nelken. Daniela ist in Italien. Okay, Daniela, du bist in Italien. Daniela, wenn du in Italien kannst und wenn du in der Nähe von arabischen Geschäften bist, oder auch asiatischen Geschäften bzw. indische Geschäfte, telefoniere oder frag nach, ob sie es haben. Die Rosen sind meistens eingepackt in einem Plastikbeutel, ganz einfach und also zugeklammert, sodass man sie auch noch, wenn sie nicht mehr duften, okay, und wenn du keine andere hast, dann nimm sie auch, dann sind sie mehr für Dekoration. Oder während des Backens kommt der Geschmack der Rose wieder empor. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und mit den marokkanischen Rosen, versuch durch Amazon. Oder auch die marokkanische Botschaft anzurufen, was ich hier auch gemacht habe. Und die geben auch die Geschäfte an, wo es möglicherweise zu finden ist. Also die marokkanischen Rosen sind die besten. Manche der Teegeschäfte, die schon seit sehr langem hier zu sind wegen Corona, kann ich jetzt nicht kaufen. Aber sobald die offen sind, kaufe ich mir wieder neue aus Marokko. Wunderschön. Sehr teuer. Wunderschön. Nicht nur für Dekoration, sondern auch zum Verzehren. Hier, das ist wirklich optional, ob man den Geschmack von Anisstern hier reinfügen möchte. Ich werde es jetzt reintun für euch, gut? Damit ihr auch, und hier habt ihr eine Nelke. Die Nelke, da muss man den Hut entfernen. Der bricht meistens auf diese Art und Weise ab. Der Hut und der Stängel, beide kommen rein. Somit entfaltet sich der Geschmack hier von innen auch heraus, von dieser Nelke, da kommen die ätherischen Öle. Wunderschön übrigens. Und hier habe ich auch dreimal Kardamom. Und dreimal Kardamom, für die, die es noch nicht kennen,
Ich werde es euch zeigen, wie die von innen aussehen. Ich habe hier 1, 2 und 3. So. Kannst du zeigen? Ich bin nur gut. Ja. So, ich habe das jetzt also, durch den Mörser hier also geöffnet. So, das ist schön so. Und ich will jetzt eins rausholen, auf die Hand tun, damit ihr seht, wie es von innen aussieht. Also wir haben die äußere Schale, die ist ganz wichtig, die hat auch noch den Geschmack von Kardamom, also nicht wegschmeißen. Und die Saaten, innerhalb dieser winzig kleinen Saaten, da kommt der Geschmack her. Wenn man noch ganz streng den Geschmack noch rausholen möchte, würde ich die Saaten wieder hier hineintun und noch einmal kurz schlagen, ganz kurz, nicht zu viel, sonst kommen die ätherischen Öle zu. Aber es ist auf jeden Fall so weit, dass sobald die Flüssigkeit reinkommt, der Geschmack sich entfaltet. Die Schale kommt rein, ist zwar nicht sehr schön, aber der Geschmack ist sagenhaft. So, ich tue jetzt den Rest auch noch rein. Und wie ihr seht, das beginnt an, also exotisch auszusehen. Also die Rosen, ja, hier Nikolai ins Licht. Die Rosen sieht man hier an der Seite. Noch ein bisschen Knoblauch und eine Rose. Und so langsam drinnen, also Anisstern, Kardamom und Nelken. Jetzt kommt noch was anderes obendrauf. So, jetzt kommen 2 bis 3, die habe ich schon gewaschen, 2 bis 3 scharfe Paprikas, die man hier diesen Stiel abschneidet und man lässt den Hut dran reinquetschen, wenn man kann, hier auf die Seite. Und ich mache das gleiche mit dem anderen und tue es, es wird wahrscheinlich brechen, weil ich es so, hoffentlich nicht. Und ich tue es hier an die Seite. Jetzt beginnt es auch eine wunderschöne Farbe zu kriegen, also rot. Und hier geht es noch weiter. Hier kann ich noch weiter noch eine Chili reintun. So, und vielleicht bricht das. Und vielleicht, oh doch, da ist es gebrochen. Nicht so schlimm. Einfach rein. Wird ein bisschen schärfer werden. Und dieses Anis tue ich oben drauf, damit man auch ästhetisch sich freuen kann. Also Anis, Sterne-Anis kommt oben drauf. Und noch einmal zur Dekoration tue ich noch die Rosen oben drauf. Ist das nicht wunderschön? Und das duftet auch wunderbar. Und jetzt kommt auch noch 3 Esslöffel. Und schreibt euch mal das auf. 3 Esslöffel Limonensaft. Wenn ihr könnt, Limonen, damit es den asiatischen Geschmack aufnimmt. Also den asiatischen, also indischen und in diesem Fall Emirati, die haben ja hauptsächlich Limonen und nicht Zitronen. Also ich gieße jetzt die 3 Esslöffel rein. Und circa 3 Esslöffel. Und dann habe ich auch hier Meersalz. Also in Körnerform. Das tue ich auch noch oben drauf. Und es wird auch immer schöner. Nicht allzu viel. Zu viel Salz wird dort nicht gegessen. Also konsumiert. So, das ist circa 1 Teelöffel. Man kann auch noch mehr, wenn man möchte. Vom Geschmack her ist das eigentlich schon recht gut balanciert. Und hier habe ich eine Tasse. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Essig. Hier in Deutschland haben wir Essigkonzentrat. Das heißt, man mischt ein Teil, das ist 1:4, ja? Ein Teil Essig, 4 Teile Wasser. Das ist, was ich hier gemacht habe. Oder man kann auch anders machen. Wenn man den chemischen Essig nicht mag, kann man auch Apfelessig benutzen. Und wie gesagt, hier auch Bio, damit der Mutteranteil des Apfelessigs auch dabei ist, damit der Geschmack noch weiter sich entfalten kann, hier, während es eingelegt ist. Oder ihr macht halb Apfelessig und halb Standardessig. Die andere Variante, wenn ihr das so wollt, habt ihr auch Reisessig. Ich bevorzuge es nicht, weil es dann nicht mehr emiratisch ist. Das ist schon eher in Richtung Japanisch, Chinesisch, Thai, also Reisessig gemischt mit Apfelessig. Ich habe das nicht gerne, aber vielleicht manche von euch doch. Dann gibt es noch eine Variante. Es gibt so viele andere Essige. Es gibt auch Himbeerenessig, ist aber nicht mehr emiratisch. Aber es schmeckt fantastisch. So, ich mache jetzt die klassische emiratische Art und das ist hier 1:4, also ein Teil Essig, Konzentrat, 4 Teile Wasser. So, ich will es hier also reingießen, bis es voll wird.
mit der Gabel so ein bisschen hier so reinschieben. Und das ist jetzt bereit zum Zuschließen. Ich schließe es jetzt zu. Ah nein, ist der falsche Deckel eigentlich. So, hier ist der richtige Deckel. So, und das wird traditionell in den Emiraten in die Sonne gestellt für 7 Tage. Ich habe das für 3 Tage gemacht, weil die Sonne nicht 7 Tage draußen war. Und den Rest der Zeit, das heißt die 4 Tage im Haus im Winter noch gehabt, anschließend in den Kühlschrank. Oder man tut es in den Kühlschrank und dann wartet man 3 bis 4 Wochen, bis es eigentlich schon so weit ist, dass man es essen kann. Was wunderschön ist. Kann man auch so weit machen, dass die Rosen absolut auf jeder Seite voll sind. Es wird ein sehr teurer Spaß werden, sodass man die Rosen auch richtig sieht. Und das kommt, wenn das Wasser klarer wird, dann sieht man die Rosen auch besser. Man kann entweder mehr Rosen oder weniger. Man kann auch hier das ganze Dreiviertel voll mit Rosen machen an der Seite. Auch was sehr Schönes. So, das werde ich jetzt hier lassen. Und jetzt zeige ich euch, wie wird das in den Emiraten gegessen? Ha, die nächste Überraschung. So, hier habe ich etwas ganz Typisches. Typisch Emirati. Reis ist immer eine Hauptbeilage. Basmati-Reis, gekocht, bis die 2 bis 3 Mal die Länge erhalten haben. Das nächste Mal kann ich euch zeigen, wie die Emiratis es kochen. Auch mit exotischen Gewürzen, um den Geschmack vom Reis in verschiedenen Richtungen zu bringen. So ähnlich wie die Inder, aber nicht so stark, wie es die Inder machen. Das Grüne, ganz wichtig. Also wir haben Pfefferminz, wir haben hier Petersilie, wir haben Sauerampfer, dann haben wir hier auch noch Melisse. Ganz wichtig, egal was man an Grün hat, das holt man sich ins Haus. Die meisten haben es, also in Fujairah, wo ich war, die haben das im Garten wachsen. Also Pfefferminze an allererster Stelle, verschiedene Sorten. Ach so, bevor ich hier noch weiter spreche, hat noch irgendjemand irgendwelche Fragen, die ich beantworten kann, bevor ich euch zeige, wie das gegessen wird? Noch nicht? Ihr könnt die Fragen stellen, dann kann ich sie auch nachher beantworten, wenn ihr wollt. Also das ist so ein Arrangement für die Emiratis. Und jetzt zeige ich euch, wie es wer essen wird. Jetzt tun wir so, als ob dieses Stückchen schon eingemacht ist, nach 7 Tagen in der Sonne gelegen zu haben. Ich tue das hier drauf, nicht mehr als 3. Und jetzt fragt man sich, esse ich es mit der Gabel, Gabel und Löffel? Mit Messer und Gabel, Messer und Löffel oder mit der Hand oder beides? Hier ist eine Kombination. Ich werde euch die erste Kombination zeigen und dann die zweite Option. Also wenn ihr eingeladen werdet bei Emiratis, dann ist es bevorzugt, dass man sich die Hände vorher wäscht, dass man sich das Gesicht vorher wäscht und dann das nächste Mal kann ich euch beibringen, die Etikette des Reinkommens ins Haus hinsetzen, vorher sich gewaschen zu haben, dann essen, noch einmal waschen und parfümieren. Das ist das nächste Mal. Hier zeige ich euch, wie die klassische Methode, wenn ihr auf dem Boden sitzt, wie es gegessen wird. Und auch wenn ihr zu Tisch seid, wenn ihr merkt, dass die Dame oder der Herr, der euch eingeladen hat, mit der Hand isst, dann wird auch mit der Hand gegessen. Es wird genauso, wie der uns eingeladen hat. So, jetzt fange ich an. Und das heißt Logma, also eine Handvoll, ja, oder Mundvoll. So, hier ist ein Stück. Es ist zwar sehr groß, ich kann hier ein bisschen rumspielen, was hier alle tun. So, vielleicht kann ich das so zeigen. Und ich spiele da ein bisschen herum, da kommt ein kleines Stück ab. Es wird nicht schnell gegessen, es wird sehr langsam gegessen. Und dann spiele ich ein bisschen damit. Es sieht vielleicht nicht appetitlich aus, aber man gewöhnt sich schnell dran. Und man isst nicht alles auf, nein, nein. Da muss man schon die Dame oder der Herr, der uns eingeladen hat, schon ehren. So, jetzt wird ein bisschen massiert in der Hand. Und da kommt meistens noch ein bisschen was Grünes dazu. Und Logma. Also jetzt kommt es in den Mund. Fantastisch. Auch wenn es nicht eingelegt ist, schmeckt es sagenhaft. Ich werde mir jetzt die Hände waschen und ich zeige euch die zweite Variante. So. Die nächste Variante
ist, wie die Emiratis gerne essen mit einem Löffel. Sehr ähnlich auch der Einfluss, nicht von den Indern, sondern von den Persern. Weil die Küche der Emirate ist eigentlich eine Fusion zwischen den Persern, also persische Gerichte, und indische Gerichte, darf man nicht vergessen. Und die Perser bevorzugen, mit dem Löffel zu essen. Es muss alles mundgerecht sein. Nichts wird mit der Hand gegessen oder wenig, wurde auch dort. Und an Lande isst man noch mit der Hand auch. Aber elegant mit dem Löffel, mundgerecht, einfach und schmackhaft muss es sein. So, das ist diese Nachricht oder das ist auch übertragen worden in die Küche der Emiratis. So, jetzt fange ich, das ist auch ein Messer zugleichzeitig, ja? Also, hier spiele ich auch ein bisschen herum. Ich nehme keine großen Stücke. Weh, wenn ich ein großes Stück nehme. Ich bin auch nicht hungrig, oder? Also, ich bin auch nicht gierig, sondern ich bin gediegen, ich bin elegant, ich respektiere die Familie, ich respektiere den Lebensstil und wenn ich möchte, kann ich auch das in die andere Hand nehmen und in den Mund tun, aber meistens ist es nur mit der rechten Hand. So, jetzt habe ich jetzt den Löffel mit einem halben Löffel und das wird so langsam in den Mund geschoben. Schmeckt übrigens fantastisch. Mit den Senfsaaten. Sagenhaft. Man kann es wirklich auch nur so essen. Also ich habe es jetzt ein bisschen schneller gegessen, als eigentlich man erwartet, wenn man bei den Familien eingeladen ist. Es wird sehr viel gesprochen. Und warum machen wir das Gleiche wie alle anderen? Auf einer eleganten Art, will ich euch sagen, und auch sehr korrekt. Man ist eingeladen. Also man steht nicht höher als die anderen, sondern man steht entweder gleich wie die eine Familie, die uns eingeladen hat, und deshalb in einem Kreis auf dem Boden. Und man will ja auch einiges von uns herausfinden. Also, das heißt, man isst langsam und man isst auch mit dem Gedanken schon so weit, wie antworte ich? Antworte ich natürlich auch diplomatisch. Und ich verhalte mich auch diplomatisch gegenüber allen anderen. Das heißt, da ist eine Eleganz dahinter, da ist nichts Negatives. Sonst ist man nicht mehr eingeladen, ohne dass man was gesagt bekommt, sondern man ist plötzlich einfach nicht mehr eingeladen. Und bei den anderen auch nicht. Und diese Kettenreaktion geht durchs ganze Land. Also, gediegen und wenig essen. Aber sich freuen. Und den Eingeladenen immer sagen, das Essen ist einfach hervorragend. Und es ist immer hervorragend, also man lügt nicht. So, jetzt will ich auch noch was sagen. Man isst und herstellen und verzehren, sondern das, was ich euch hier beigebracht habe, ist, damit ihr es auch teilen könnt mit anderen. Wir sind in einer Zeit, die verlangt, dass wir teilen und nicht nur immer alleine essen. Alleine ist auch gut manchmal, aber es verlangt von uns, in einem Team reinzukommen, auch wenn es online ist. Und den Zusammenhang mit anderen nicht verlieren. Und in Italien zum Beispiel, die Kultur des Zusammenseins, Familiensein, ist schwer unterbrochen zu der Zeit. Und deshalb sage ich immer wieder, auch wenn es, oder die Emiratis, die jetzt zuschauen, oder die Kulturen, die immer gewohnt sind, mit ihren Familien zusammen zu sein, vergiss das nicht. Das ist nicht ein heiliger Platz, die Küche. Die Küche ist nicht nur Kochen, sondern es ist kreativ sein. Und die Hände tun ja auch arbeiten, wie die Emiratis auch immer wieder sagen, die Hände haben Energien und fügen die Energie der Frau oder Mann, die es herstellt, auch in das Essen hinein, damit es gut schmeckt. Und teilt das, was ihr könnt. Gibt es weiter und teilt es im Moment, wenn ihr alleine sein solltet zu Hause, also per Mobiltelefon, Zoom, Skype, egal wie. Wichtig ist, dass ihr das teilt. Und wenn ihr das Rezept im Buch nicht findet, könnt ihr immer noch mir schreiben. Ich kann euch das Rezept schreiben oder ihr habt es jetzt aufgeschrieben. Vergesst nicht, das ist ganz, ganz wichtig und das werden wir wahrscheinlich für die nächsten 2 Jahre so weiter üben müssen. Ich sage nicht, dass wir im Lockdown sein werden, aber einfach wird es nicht sein, das glaube ich nicht. Aber durch Kochen können wir sehr vieles noch wieder reinbringen. Und können wir auch sehr viel sprechen und sehr viel teilen und die Rezepte ein bisschen ändern. Jeder macht es nachher anders. Ist das nicht schön? Okay, nochmals. Ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr alle gekommen seid. Und wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt es auf
und ich antworte euch nach dem Show. Also hier verabschiede ich mich unter dem Namen Culinary Magic Programm und ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken auch bei Gaetano Vivo, damit ihr wisst, Bridges of Light, das gehört dem Gaetano Vivo. Er hat mich eingeladen auf diesem Programm und dank ihm bin ich hier. Okay, alles, alles Gute und ich bin immer noch zu finden unter Alexandra von Hahn im Facebook. Wenn ihr Fragen habt, bis bald. Tschüss.